das muss man sowieso in Bauholz umwandeln, damit man sieht, wie viel man hat. Thatch. Genau. Dirt. So. Boah, ist hier viel Zeug, ist hier viel Zeug. Es war eine gute Entscheidung, hier ein Stück hoch zu gehen. Aber sicherlich habe ich mein Lagerfeuer unten gelassen, ja klar. Iron Block. Get my Lagerfeuer. My Lagerfeuer. Where's my Liquorfeuer? My Liquorfeuer. Ob ich meinen Stahl machen kann. Ich muss ja aus Eisen dann irgendwie Stahl craften oder wie? Ja, ich denke schon, dass man das so irgendwie herstellen muss. Guck mal, man kann irgendwas craften, das kostet 10 Steel Bars und 25 Pixels. Wir müssen ja nur gucken, wie man Stahl machen kann. Das nennt sich Brain Extractor. Gehirn extrahierer. Geil. Ah, das habe ich vorhin gelesen, dass man auch für den Roboter dann ein Artificial Mind braucht. Da braucht man erst ein normales Gehirn und das muss man dann nochmal umwandeln zu einem künstlich, zu einer KI halt. Und die kann man dann einbauen. Da musst du alles möglich. Du brauchst halt vor allen Dingen dieses Stahl um diesen Roboter. Ich glaube, das setzen wir uns als nächstes Ziel, oder? Diesen Roboter zu erschaffen. Hier Robot Head, Robot Chest, Robot Arms und so weiter. Und das war das halt eben das Gehirn. Robot Chicken. Ah, jo. Und ich schaue jetzt gerade mal. Wo muss man das doch sehen? Eisen... Steel Block. Ist aber nicht, oder? Steel Block. Wir brauchen ja Steel. Oh, ist hier viel Zeug, ah. Ah, ist schön. Wir brauchen Bars, Steel Bar. Und ein Steel Block ist ja kein Steel Bar. Ich habe hier keine Anzeige, wie man das machen kann. Anscheinend ist übrigens das Sinnvollste hier, sich volle Pulle mit der Hardcore-Axt von uns durchs Eis zu schlagen, aber nicht ins Wasser, das habe ich gesehen. Nein, nein, nein. Dann hier einfach in der Wand sind oft Sachen verborgen, also wichtige, coole Sachen. Eisen, Jumbelkackel, Pipi und so. Kannst dann direkt abbauen hier. Man muss nicht lange durch die Gänge warten, wenn sie wässrig sind. Das macht natürlich Sinn. Deswegen werde ich mich jetzt hier durch einfach nach oben buddeln, denke ich. Ach, und schon bin ich wieder in einem Höhlchen. Kommt her, ihr kleinen Kackaffen. Ach, ihr beißt. Ah, die beißen aber hart. Nun bin ich wieder beim Ölchen. Das war jetzt ein bisschen crank. Was wie? Nun bin ich wieder beim Ölchen. Das Ölchen mit seinem Popöchen. Hier ist auch eine Truhe. De la rue pipi. Voulez-vous coucher? La la la. Cessoir. Ah, du kannst übrigens auch beim Abbauen. Das ist auch sehr hilfreich. Manchmal schlägst du zu viel weg, ne? Mit Shift kannst du dann auch immer nur einen Teil abbauen. Ach so, ah. Jetzt heißt es. Ah ja. Ich habe übrigens einen Poop-Striker gefunden. Also ein Kotschläger. Ja, und der delicious. Gut, ne? Sowas ist echt nicht schlecht, wenn man so einen Kotschläger hat. That's right. I think that many humans are in need of... Mit sterben. Schlägt mir einfach voll in die Fresse, der Alte da, weißt? Dem geb ich's. Und wenn er mich meint, er kann mich einfach boxen. So. Er hat mich geboxt. Ah, noch eine Kiste. Just another kist. Look at this fucking kist. Da waren Pixels drin in der Kist. So much Pixels. Und da oben habe ich doch tatsächlich nochmal, ich glaube, Platinum gefunden. Nein, Silber. So. Müsste ich eigentlich bald bei dir oben ankommen, glaube ich, wenn ich da mich hier weiter buddle. Wo du buddle musst, holt, das weiß ich jetzt. Boah, jetzt habe ich hier im Real Life auch gerade etwas. Ein kleines Hüngerchen. Ich werde später direkt mal was naschen. So. Ja, ein bisschen weitergehen.
So viele Eisschichten, das geht so tief. Also hier wäre echt so eine Anzeige wirklich nicht schlecht, weil ich dann genau sehen könnte, wo ich gerade bin. Und vielleicht ist es hier mit dem Diamant ja genauso wie bei Minecraft, dass der Diamant hier möglicherweise auch immer so ab einer gewissen Tiefe erst zu finden ist. Oder sogar nur auf einer gewissen Tiefe. Ah, da oben sehe ich Licht. Wie sieht's aus mit dem Häusel? Hm? Wie sieht's aus mit deinem Häusel? Ja, ich hab's von innen. Ich hab von. Also oben habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe es jetzt nur innen beschäftigt, hier diesen. Diesen Werkelraum hier zu machen. Ja. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin jetzt endlich oben. Ich bin rechts neben unserer Basis, nehme ich an. Oh, aber weit. Oh, ich bin weit nach rechts gekommen. Ich laufe jetzt gerade über die Berge nach links. Ich war bin beim zweiten Berg rechts von uns aus gesehen rausgekommen. Jetzt bin ich hier beim letzten Berg. Und wenn ich diesen Berg überklettert habe, nachdem ich diese fliegende Kackmaus hier gekillt habe. Dieses Tierlein hier. Ob das ein Erzelert ist? Weiß es. Wow! So. Ja, ich bin bei uns oben am Feld. Ich komme jetzt runter. Puh. Oh, das hier drüben ist ja geil. Hier möchte ich arbeiten. Meine neue Arbeitsstätte, wo ich wirken kann. Hier kann ich, hier können sie wirken, also machen sie sich bequem, finden sie sich hier ein und dann sind sie gefeuert. Wenn sie sich wirklich schön eingearbeitet haben, also ich sag mal so 3-4 Wochen, dann sind sie auch wieder raus. Oh, die grüne Tür. Oh, davon ist ein Humongolo. Bam, 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 bam. Boah, kurz mal nach hinten geschossen. Komm, lass mal nach oben porten, ins Schirp. Gehen wir ins Schirp. So. Jetzt komme ich zu dir. Die Chip. So. Chipmans. Hallo, wir sind die Chip. So, sprich mal deinen Dödel an. Guck mal, ob du den Sektor verlassen kannst. Ja, aber es ist erst doch Fuel in das Benzin. Achso, das kommt noch dazu. Erschwerend hinzu. Stimmt. Genau. Ich bin draußen, ja. Ich sehe hier gerade die Sternenkarte. Mann. Aber hier, Beta. Alpha, Beta-Sektor, ja. Also ich kann schon ein bisschen Benzin einfüllen hier. Ich habe, ich nehme mal 22 Kohle, die mache ich mal rein. So. Jetzt haben wir 44 Fuel und ich verhungere, glaube ich, gerade. Nee, das bist du. Oh, okay. Meine Dance zu deinem Geräusch. Din, 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 din. Oh! Der Captain ist nun in seinem Ding. Wie viel? 1000? Hier kann man die Human Flag herstellen. Voll zu machen. Was braucht man für die Reise? Wie viel? Ich glaube, mit 70 kann man schon zum ins nächste Sonnensystem fliegen, glaube ich. Also sollen wir mal irgendwo hinfliegen? Einfach mal. Können wir machen. Ich hopp mich mal kurz auf den Sessel. Wir sind hier. Wie viel kostet es, den Sektor zu verlassen? Also, den Alpha-Pimmel-Sektor. Ach, den kompletten Sektor. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt gerade im Alpha-Mur-Ara-00-System, ne? Und wir können zum Beispiel jetzt ins nächste Sonnensystem fliegen. Ins Alpha-Deneb-Ul-Akka-Aus. Also, ich habe im Alpha-Sektor müssen wir schon bleiben. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Sprit. Aber testen kannst du es jetzt nicht, ob das möglich. Ich kann es testen. Also ich drücke einfach mal auf B. Ach halt, ich mache noch kurz, dass wir hier wirklich auf jeden Fall unser Home haben. So, hier, ne? Set Home. Ey, unser Planet ist gar nicht so groß, wenn du dir das anguckst. Gibt's auch. Außer wir waren auf dem Fetten hier. Also, Set Home. Ist gesetzt. Jetzt willst du in den Beta-Sektor einfach irgendwo hin, ne? Dann gehen wir mal zu Beta Omega CMA 5739. Und dann wiederum, dieses Sonnensystem hat einige Planeten. Da ist ein Planet voll nah an der Sonne dran. Ne, drei Planeten sind ziemlich nah an der Sonne dran. Wir waren jetzt auf einem Jungle-Planet, deswegen gehen wir jetzt vielleicht mal auf einen Desert-Planeten. Gucken, ob es funktioniert. Okay, ich drücke auf Go. Oh. Tutu macht's. Tutu, es geht nicht. Okay, dann wählen wir ein anderes Ziel. Das ist eins, was näher bei uns ist. Wir fliegen einfach nur ins nächste Sonnensystem, ins Alpha 10 UMA 1. Alpha Centauri. Und da an den äußersten Planeten. Oh, das ist ein Schneeplanet. Nee, wir wollen ja einen schönen Planet haben. Genau. Ne? Hier, das wird doch, oder? Hier. Forest Desert. Auf den fliegen wir. Go.
Oh, Tiu-Tiu, nicht genug Sprit. Das heißt, man bräuchte 1000 Kohle, um das Ding voll zu machen. Also, wir müssen es nicht voll machen, man braucht nicht so viel. Also, warte, ich mach mal die restliche Kohle noch rein, die ich drin habe. Achtung. So. Also, jetzt haben wir 88 drin. Das reicht doch jetzt hundertprozentig, um ins nächste Sonnensystem zu fliegen. So. Hierhin, was ist da? Gibt's da für Planeten? Da gibt's sogar Asteroidenfelder. Oh, can't land. Forest, arid. So, wenn wir in ein Asteroidenfeld fliegen, anscheinend kann man da drin auch landen. Mach mal. Okay, Achtung. Du. Ach, warte mal, ich glaube, da unten wird dann. Zeigt das den Spritohr. Oder? Zeigt das den Sprit an? Ja, ja, das zeigt dann hier an. Aber wir brauchen schon noch ein gutes Stückchen mehr. Also wir müssen noch viel Kohle farmen, beziehungsweise was kann man denn noch als Sprit benutzen? Das weiß ich. Oh, hast du mein Raumschiff verschönert? Oder war das schon? Ne, das habe ich gerade hingesetzt. Geil. Jenny, geil. Wir können eine Besprechung machen, falls wir irgendwas zu besprechen hätten. So, also wie könnten wir jetzt schnell an Sprit kommen? Am besten wegen dem Planeten landen. Aber hier auf dem Besprechungstisch. Wir könnten... Achso, ja, warte, ich weiß gar nicht, was wir besprechen müssen. Und zwar erst jetzt weiß ich's. Ah, jetzt weiß ich wieder. Können wir am schnellsten Sprit wir müssen, glaube ich, diesen Alpha-Bock verlassen. Genau. Vielleicht sollten wir googeln. Vielleicht solltest du googeln, ich nehme auf. Okay, ich gehe hier am PC. Ja genau, geh mal in den Google-PC. Gehen Sie die Höhle und farmen Sie einfach Kohle, Sie Idiot. Ah. Ich guck kurz nach der Aufnahme. Ah, 2,5 Stunden, okay. So. Ich guck noch, ob wie viel Platz ich noch habe. Nicht, dass wir dann plötzlich daher unterbrochen werden. Noch 141 GB läuft. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Hast du mal gegoogelt? Hast du geguckt, was... Achso, stopp. Ich schaue schnell. Jo. Ich attackiere so lange mein Raumschiff. Pam, pam, pam. Stirb, Raumschiff. Bitch! Übrigens. Ich gehe wieder runter. Ich habe nämlich noch einiges Zeug zum Brennen und so. Okay. Yo. Bam, 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 bam. Gehen wir mal auf Google und schauen mal. Starbound. Geh mal auf Gorgel. Starbound. Läuft nicht, habe ich als erste Meldung. Da sollten wir auch ein Video machen. Starbound läuft nicht. 10.000 Pix. Hab ich ja. Aber läuft nicht, genau. Habe ich gestern gemacht oder vorgestern. Läuft nicht. Es kommt bei Google, ja. Wenn du Starbound reinkippst, kommt direkt läuft nicht. Das heißt, so ein Video wird viele Klicks generieren, wenn man es direkt... Ich habe es dann umgenannt in Starbound laggt und in Klammern behoben. Aber ich hatte es erst Starbound läuft nicht. Aber irgendwie ist es ja nicht genau. Aber theoretisch können wir es auch nochmal umbenennen. Okay, Starbound... Die Thumbnail ist auch Starbound läuft nicht, nur nebenbei. Was gibt es hier für Suchergebnisse zu diesem Thema? Jetzt wollte ich gerade den Diamanten hier einbrennen, ich depp, dann ist er... Wir sind jetzt gerade im Alpha-Sektor. Genau. Okay. Wir müssen nur wissen, was wir noch als Feuer... als Spritquelle nutzen könnten. Super, jetzt werde ich mit dem Gronk-Let's Play verbunden. The Gronk-Witz-Wisse? Das Grönkchen. Hallo, mein Name ist Grönkula Grönkelberg. Einfach nur Beta-Sektor, Beta-Sektor. Aber sagt halt, wie es geht. Aber er freut sich. Das ist ein Beta-Sektor. Super. The Gronk. Hey, Gronk, wie geht's? Ich weiß nicht, aber Beta-Sektor, Beta-Sektor. Oh my fucking God. Beta-Sektor. What the fuck? Holy shit, Beta. So, komm schon. Alter, wie lange das brennt. Oh. Leg erstmal den Rest weg hier. Ich find's cool, wenn die Türen automatisch aufgehen würden. Was hab ich denn hier in der Bildschirmhänge da? So, nein mit dem Scheiß. Nein mit dem Scheiß. Also. Ach, da habe ich ja noch 100 Kupfer. Ich verreck da Hengst. Ich bin mir einer. Na, erst mal was essen.